Let Agrella help. Halt! I called your majesty. Mönch gegen Skelette und andere Untote. Oh. Ich will den Mönch, ich will nicht den Zombie blessen. Wobei ich mich gerade frage, welchen Zombie heile. Oh. Kann ich nicht. Okay, der ist in meinem Lager, das heißt, wir sollten schnell. Uns auch um die zweite Krypta kümmern, dass wir den zweiten Typen rausholen. Viel scheint die ja nicht drauf zu haben, die Jungs. Der Paladin lässt sich von dem Untoten verarschen. Oh, schon. Das Problem, der wird wieder auferstehen. Wild Adventure builds character. Oh cool, wir haben einen Level 10er Inche. Ja. Hold your majesty. I deem your mandate just. I feel. Daros has spared you for now. Energies of light. Ja, auch Chain Lightning. The unholy are near. Energies of light. Bin mal gespannt, ob wir ihn tot kriegen, bevor der andere wieder aufersteht, aber ich glaube nicht. Na, der andere ist noch. We are victorious, Your Majesty. Ah, es hat doch geklappt. At last, Six and Stones are dead. With the destruction of this disruptive presence, our fallen heroes and our surviving ones will rest easily. Yay. Statistics. Oh, wir haben ein gutes Stück des Goldes wieder reingeholt, was wir am Anfang hatten. Wir haben 7 Helden verloren. Danger Level 40. Das heißt, zurück ins Main Menu. Und wir können uns die nächste Mission auswählen. Also, ich habe mal nachgeguckt. Das hier ist eine der schwierigsten, nicht der schwierigsten, aber der blödesten Mission. Weil es halt immer drauf ankommt, wie diese Burrows spawnen. Und wie man selber spawnt und wie die Explorer-Helden alles erkunden. Man muss halt in dieser Mission wirklich stark auf Marktplätze gehen, um mehr Geld ranzuscheffeln für noch mehr Gebäude und sollte vielleicht einen Außenposten bauen, um zusätzliche Helden irgendwie anfordern zu können. Weil Außenposten können halt Helden beherbergen. Das hier, Balance of Twilight, ist irgendwie eine Zusatzquest der Goldedition. Also die ist zusätzlich reingekommen, die gehört gar nicht zur Northern Campaign dazu.
Wie man sehen kann, wir brauchen nur noch drei Stück, nämlich. Nämlich Legendary Heroes, das hier. The Siege, das ist das hier. Und The Valley of Serpents, das ist das hier. Das heißt, es sind eigentlich nur die vier Expertenmissionen, die zur Northern Campaign gehören. Die Expertenmission ist zusätzlich. Die werden wir wahrscheinlich als letztes machen. Außer ich habe mal Lust drauf. Aber jetzt Valley of Serpents, würde ich sagen. Oder Siege. Ah, ich glaube Siege. Majesty, our battle with the hostile and barbaric kingdom of Borgin the Conqueror has brought us to a siege of his stronghold. We must either force his surrender by blockading his supply caravans or storm his fortress and take it by force. Our challenge is complicated by our local Wizards Guild, which has chosen to side with Borgin's forces. Still, I feel we can prevail if you act decisively. Ja, wir können keine Magier-Gilden bauen. Gut. Da wir von Anfang an einen Agrella-Tempel haben und scheinbar schon genug Helden zum Ableveln. Ja, lassen wir die Leute erkunden. The palace renovations are finished. Your Highness, we've improved the guardhouse. Your Highness, we've improved the guardhouse. Your Highness, we've improved the guardhouse. Dorvus-Tempel und einen Marktplatz natürlich. I serve with pleasure. Ja, das ist so die Sache. Wir wissen erstmal noch nicht, wo seine Handelsrouten sind. Ich glaube, wir werden das auch nicht so leicht sehen, wenn wir nicht genug erkundet haben. Your Highness, we've improved the guardhouse. Ja, schön. In die drei packe ich schon mal bessere Sachen rein. Die anderen beiden reichen, wenn sie... Majesty, the local blacksmith offers new services. Wenn sie einfach nur Pfeile verschießen können, erstmal. Sovereign, your marketplace now serves you better. Your Majesty, a new building is complete. Majesty, und the local blacksmith Gegner, offers new services. Der Gegner kann Reward Flex auf mich setzen. Das ist weniger schön. Sovereign, your marketplace now serves you better. In the name of the sovereign. Sovereign, a building has been upgraded. Sovereign, a building has been upgraded. Und schwupps wurde die Pfade entfernt. Your Highness, we've improved the guardhouse. Your Highness, da ist die erste Karawane. Sovereign, a building has been upgraded. Tötet sie. Also wir müssen schon mal Karawanen können von da aus kommen. Wir wissen, dass der Gegner sie heilen kann. Okay. A building has been upgraded. Oh, tough fight. An unwelcome guest. Your Majesty, the royal treasury is nearly empty.
please, Doros! I join the wild spirits. Hm. Fängt ja schon mal gut an. A foul beast approaches. An unwelcome guest. Your Highness, we've improved the guardhouse. Kriegt sie es noch hin? Oh, da wird sie fast getötet von dem Blitz. My services may help. Komm, ein Schlag doch. Jawohl. Ah, da kommt schon die nächste Karawane. Okay, am Anfang ist das wirklich nicht so einfach. Okay, die Mission ist nicht umsonst schwierig. Gut. Tax Collector. Victory is not in the cards. Sovereign, a building has been upgraded. Natürlich hat der Gegner da auch seinen kleinen Vorteil, nämlich, dass seine Wachen auch das Level-Up-System nutzen können, das ich nutze. Er wird aber genauso wie ich von Gegnern belagert. Ich muss mich eigentlich wirklich nur darum scheren, seine Karawanen fernzuhalten. Ja. Refreshing. Your Majesty, the royal treasury is nearly empty. Ja, die Karawanen kommen aus den beiden Ecken. Das heißt, ich muss hier... Siege Marker. Ja, ich werde hier wahrscheinlich auf den Routen... Auf den beiden Handelsrouten links und rechts von mir. Also hier habe ich irgendwas gesehen, was wo Siege Marker steht. Wahrscheinlich ist das hier drüben die andere Markierung. Oh. Werde ich Ballistertürme installieren müssen. Und ja, ich werde auch meine Verteidigung hier oben mit Ballistertürmen verstärken müssen. Majesty, the local blacksmith offers new services. My gold, your Majesty.
my way! Majesty, the local blacksmith offers new services. Sovereign, a building has been upgraded. My service ends. Gut, dann kann ich die beiden ja dann durch Paladin ersetzen. Victory is not in the cards. Another day, Krypta. Your Majesty, we have intercepted the handful of Björn's caravans over the past days. Our spies report that his goods itself is in excess of 40,000 gold. We must work harder to cut off his supplies. Hmm.